Das iPhone, für viele seit Jahren der Inbegriff des Smartphones. Doch in letzter Zeit wächst auch zunehmend die Kritik. Apple wird vorgeworfen, seine Innovationsfähigkeit verloren zu haben. Doch ist das wirklich so? Mit dem iPhone 7 versucht Apple auch dieses Jahr wieder, die führende Rolle in der Smartphone-Industrie für sich zu beanspruchen. Ob ihnen dies gelingt, erfährst du jetzt. Obwohl mit dem Wechsel der Namensbezeichnung von 6S auf 7 eine neue Generation des iPhones in den Startlöchern steht, hat sich kaum etwas im Vergleich zur 6er Generation getan. Das Smartphone ist ein paar Gramm leichter, die Plastikantennenstreifen auf der Rückseite sind an den Gehäuserand gerutscht und der Kameraknubbel ist etwas dezenter geworden und verschmilzt nun durch seine Wölbung quasi mit der Rückseite. Auf der Unterseite befindet sich allerdings die größte Veränderung. Denn Apple verzichtet beim iPhone 7 auf den traditionellen Kopfhörereingang. So befinden sich hier neben den Mikrofonen und dem Lautsprecher nur noch ein einzelner Lightning-Anschluss. Über diesen müssen ab sofort alle Kopfhörer angeschlossen werden. Apple liefert deswegen seine EarPods auch gleich mit einem Lightning-Anschluss aus und fügt dem Lieferumfang ebenfalls einen Adapter hinzu, mit welchem ihr traditionelle Kopfhörer ebenfalls anschließen könnt. Nachteil bei der Umstellung auf einen kombinierten Anschluss ist, dass man nun nicht mehr gleichzeitig Musik hören und das Gerät aufladen kann. Letztendlich ist dies aber sicherlich kein falscher Weg. Die Zukunft wird von kabellosen Verbindungen bestimmt sein und so geht Apple hier den ersten Schritt in genau diese Zukunft. Wieso Apple dann aber nicht auch gleichzeitig kabelloses Laden unterstützt, halte ich für nicht sehr konsequent. Die Verarbeitung des wasserfesten iPhone 7 ist wie gewohnt grandios. Hier spielt Apple definitiv ganz vorne mit. Lediglich das kürzlich auf meinem Kanal getestete Samsung Galaxy Note 7 kann dem iPhone hier noch die Stirn bieten. Schade finde ich aber, dass Apple noch immer relativ breite Displayränder verbaut. Somit verschenkt das iPhone 7 die Chance, wirklich kompakt zu werden. Hier könnte sich Apple definitiv etwas von Samsung abschauen. Diese haben mit dem Note 7 bewiesen, wie schmal Displayränder sein können. Dafür kann Samsung aber bei den Stereo-Lautsprechern des iPhone 7 nicht mithalten. Während die Mono-Lautsprecher bei Samsung eher weniger überzeugen, klingt der Sound beim iPhone 7 viel voller und detailreicher. Bei Apples Stereo-Lautsprecher-Technologie sitzt ein Lautsprecher in der Hörmuschel und ist somit auf den Nutzer gerichtet, währenddessen der zweite Lautsprecher nach unten ausgerichtet ist. Dies ist definitiv nicht die ideale Kombination für einen ausgewogenen Stereo-Effekt, aber Apple schafft es durch Softwareanpassungen trotzdem, diese ungünstige Lautsprecherausrichtung weitestgehend auszubügeln. Apropos Software, da ich euch auf meinem Kanal OwnGalaxy ja wöchentlich die spannendsten Apps zeige, war es für mich persönlich sehr interessant zu schauen, wie denn der App Store im Vergleich zu Google Play abschneidet. Früher hieß es ja immer, dass der App Store das Nonplusultra in Sachen App-Auswahl war, aber Google Play hat hier auf jeden Fall nachgelegt und aktuell würde ich sagen, dass beide Plattformen etwa auf dem gleichen Niveau sind. Es gibt allerdings trotzdem noch Unterschiede, so gibt es auf Android beispielsweise mehr Apps, mit denen ihr euer Smartphone personalisieren könnt. Und auch mehr Apps, mit denen ihr so kleine Systemeingriffe vollziehen könnt. Dafür gibt es auf iOS definitiv mehr hochwertige Spiele und auch besser angepasste Apps. Generell ist mir auch aufgefallen, dass Apps auf iOS häufiger kostenpflichtig sind, währenddessen Apps auf Android häufiger Free-to-Play-Titel sind, die halt letztendlich auf Werbung zurückgreifen. Je nachdem, was ihr also an eurem Smartphone so anstellen wollt, gibt es da auf jeden Fall noch Unterschiede. Eine der wichtigsten Apps ist aber längst die Kamera geworden und natürlich hat Apple hier auch dieses Mal wieder nachgelegt. Für mich persönlich hat die Kamera eines Smartphones einen extrem hohen Stellenwert, da sich die schönsten Motive meist spontan ergeben und es deshalb extrem wertvoll ist, immer eine gute Kamera dabei zu haben. Das iPhone ist dabei generell dafür bekannt, eine sehr gute Kamera mit an Bord zu haben. Mit dem iPhone 7 möchte Apple hier natürlich auch wieder eine Schippe drauflegen und so soll die Kamera des iPhone 7 nun mehr und detaillierte Farben aufnehmen und durch die lichtdurchlässigere 1.8er Blende im schummrigen Licht bessere Ergebnisse liefern. Mir gefallen die geschossenen Fotos des iPhones sehr und im Vergleich zum Samsung Galaxy S7, welches bisher als das Smartphone mit der besten Kamera galt, braucht sich das iPhone 7 keineswegs zu verstecken. Gerade in Lowlight-Situationen hat das iPhone 7 sogar öfters die Nase vorne. Unterstützt wird die Kamera hierbei durch den neuen Blitz und den optischen Bildstabilisator. Dieser war beim iPhone 6S nur der Plus-Variante vergönnt und sorgt im Generellen für weniger verwackelte Aufnahmen.
Auch die Selfie-Freunde unter uns sollten mit dem iPhone 7 ihren Spaß haben. Denn die Frontkamera knipst nun mit 7 anstelle von 5 Megapixeln. Schade finde ich generell nur, dass die vorinstallierte Kamera-App im Vergleich zu Samsung-Smartphones kaum Einstellungsmöglichkeiten bietet. Auch die Videoqualität spielt für viele eine immer größer werdende Rolle. Hier wartet das iPhone im 4K-Modus mit 30 Frames und im Zeitlupen-Modus mit einer 720p-Auflösung bei 240 Frames auf. Ich werde jetzt direkt vom iPhone 7 gefilmt und auch der Ton wird gerade intern direkt vom iPhone aufgenommen. Und so könnt ihr euch einen sehr guten Eindruck davon machen, wie die Videoqualität so ist und wie das Bild hier so ausschaut. Aber auch unter der Haube hat Apple beim iPhone 7 Evolution betrieben. So sorgt nun der brandneue A10 Fusion Prozessor für genügend Leistung. Erstmals bietet dieser 4 Kerne. Zwei dieser Kerne werden dabei für anspruchsvolles 3D-Gaming genutzt, während die anderen beiden bei niedriger Belastung zur Akkuschonung eingesetzt werden sollen. Die scheint aber eher weniger gut zu funktionieren, denn im Vergleich zum Vorgänger sollte die Akkulaufzeit des iPhone 7 eigentlich um 2 Stunden gestiegen sein. Diesen großen Unterschied konnte ich persönlich allerdings nicht erkennen, von daher denke ich eher, dass die Akkulaufzeit des iPhone 7 sich nur leicht vom Vorgänger abheben wird. Schade finde ich auch, dass Apple keine Schnellladefunktion verbaut und es so eher weniger gut funktioniert, sein Gerät zwischenzeitlich mal schnell aufzuladen. Aber nicht nur die Akkulaufzeit wurde aufgestockt, sondern auch die Größe des Speichers. So wurde die ohnehin sinnlose 16 GB Variante des iPhones komplett aus dem Sortiment der neuen Generation genommen und somit ist das iPhone 7 nun in 32, 128 und 256 GB verfügbar. Um nun die anfängliche Frage zu beantworten, muss man klar sagen, dass das iPhone 7 definitiv zu den besten Smartphones 2016 gehört. Gerade die Kamera, aber auch die Verarbeitung haben mich persönlich sehr überzeugt. Ob es jetzt allerdings das beste Smartphone sei, ist eine sehr subjektive Frage. Wenn du dich bereits im Apple-Ökosystem eingefunden hast, macht das Upgrade auf das iPhone 7 nur dann Sinn, wenn du aktuell ein iPhone 6 oder ein noch älteres Modell nutzt. Denn ich finde, das iPhone 6s hat momentan im Vergleich zum iPhone 7 einfach zu wenig Unterschiede. Wenn du allerdings offen für Android bist, macht natürlich auch ein Blick über den Tellerrand auf jeden Fall Sinn. Gerade hier kann man das iPhone 7 aktuell sehr gut mit dem Samsung Galaxy S7 vergleichen. Dieses bietet dir den gleichen Funktionsumfang, ist allerdings momentan sehr viel günstiger. Es kostet lediglich 500 Euro und ist somit definitiv die Wahl mit dem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du stetig Neues aus der Technikwelt erfahren möchtest und auch immer ein paar spannende Apps gebrauchen kannst, solltest du jetzt auf jeden Fall mal auf meinem Kanal vorbeischauen, denn hier findest du genau dies. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss!